Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Online-Seminar hier auf iFOX. Mein Name ist Barbara Diesing und ich bin die verantwortliche Redakteurin hier bei uns für den Bereich Augenheilkunde. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich und ich begleite Sie durch die heutige Veranstaltung. Ebenfalls ganz herzlich begrüßen möchte ich Herrn Dr. Galambos in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Galambos. Hallo, liebe Frau Diesing Hallo. und liebe Zuhörer. Ja. Bevor wir mit dem Webinar jetzt starten, möchte ich Ihnen noch einige organisatorische, technische Hinweise geben für die, die mit einem Online-Seminar noch nicht so richtig vertraut sind. Sie müssen technisch eigentlich gar nichts machen. Die einzigen zwei Dinge, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte, ist einmal ganz rechts oben in der Ecke das Kreuz. Das können Sie benutzen, um ein Vollbild einzuschalten, denn Sie werden im Wesentlichen hier keine technische Unterstützung brauchen und auch nicht benötigen. Das Gleiche gilt oder ähnlich gilt das für den Pfeil, den Sie rechts daneben finden. Da können Sie das Menü einklappen, denn auch das werden Sie im Wesentlichen nicht benötigen. Das Einzige, was Sie brauchen, um Fragen zu stellen, denn die sind selbstverständlich gern gesehen und auch zugelassen im heutigen Online-Seminar, ist die Chat-Funktion. Die finden Sie ganz unten rechts in der Ecke. Mit Herrn Dr. Galambos ist vereinbart, dass die Fragen bitte schriftlich gestellt werden können. Wir haben dafür Fragenblöcke vorgesehen, wo wir die Fragen dann in gebündelter Form beantworten werden. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal schon im Vorfeld ganz herzlich der Firma Optos danken für die freundliche Unterstützung bei dem Webinar. Ja. Nun möchte ich dazu kommen, Ihnen unseren heutigen Referenten etwas genauer vorzustellen. Herr Dr. Galambos ist Augenlaserchirurg und Facharzt für Augenheilkunde. Seine medizinische Laufbahn hat er begonnen an der Ludwig-Maximilian-Universität in München mit Studienaufenthalten an der Medical School der University College of London und der Harvard Medical School in Boston. Seine augenärztliche Karriere hat er begonnen an der Klinik Hamburg-Eppendorf. Besonderen Schwerpunkt in seiner Ausbildung und auch Schwerpunkte auch noch seiner heutigen Tätigkeit sind die okuloplastisch-refraktive und ästhetische Chirurgie. In diesem Bereich war er auch als leitender Oberarzt des UKE tätig. In dieser Funktion war er auch Mitbegründer des interdisziplinären Orbitat-Zentrums am UKE. Seit 2013 ist Herr Dr. Galambos niedergelassener Augenarzt in Hamburg. Er ist ärztlicher Leiter und auch Geschäftsführer des MVZ Ophthalmologicum. Wie er ein ausgewiesener Freund der Retinologie geworden ist und auch als Experte fungiert, das kann er Ihnen am besten gleich selber erzählen. Ja, Titel unserer heutigen Veranstaltung lautet Ultraweitwinkelfunduskopie bei Makulo- und Retinopathien. Nochmal ein herzliches Willkommen nach Hamburg, Herr Dr. Galambos. Ja, liebe Frau Diesing, vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Freut mich, dass es scheinbar reges Interesse an diesem Seminar gibt. Sie haben mir so eine nette Überleitung zugerufen, was mich zum Netzhautspezialisten macht. Da muss ich in aller Bescheidenheit sagen, dass ich wahrscheinlich eher ein Netzhautgeneralist bin. Aber ich vermute, der Grund, warum ich gebeten wurde, dieses heutige Webinar inhaltlich auch mitzugestalten, ist, dass ich, was die Optomap-Technik oder die Ultraweitwinkeltechnik betrifft, zu einem gewissen Profi geworden bin in den letzten 4, 5 Jahren. Das ist eine kleine Anekdote, wie ich dazu gekommen bin, nämlich wie die Jungfrau zum Kind. Es ist dem Charme und Talent einer sehr netten Optos-Mitarbeiterin, Frau Schiemann, zu verdanken, die mich auf einem Kongress vor 4 Jahren, 5 Jahren ansprach. Und so gute Überredungskünste hatte, dass ich einer Probestellung zugestimmt habe in meiner Praxis hier in Hamburg. Ich hatte mir fest vorgenommen, nach 4 Wochen dankend das Gerät zurückzugeben und zu sagen, alles wunderbar, aber ich bleibe schön bei meiner Oldschool Mydriasis und finden das alles super. Jetzt ist es inzwischen so, dass wir 5 Geräte und bald ein sechstes in unseren Praxen stehen haben. Und das zeigt, dass die Technik dann doch mehr positive Auswirkungen auf unseren Alltag hatte, als wir es am Anfang gedacht haben. Wir sind große Fans dieser Technik, sowohl die Ärzte als auch die sonstigen Mitarbeiter haben an jedem Standort, das ist ein kleines Netzwerk von primär konservativen Augenarztpraxen in Hamburg, und wir haben das Glück und Privileg, an jedem dieser Standorte ein Optos-Gerät stehen zu haben.
Und das ist der Grund, warum ich zu Ihnen heute spreche. So ein bisschen hands-on, was passiert in einer oder in High-Volume-Praxen mit diesen Geräten. Wir haben auch an einer Stelle, wo wir EVOM-Therapien durchführen, die Möglichkeit eben, die auch mit der Weitwinkel-Angiographie zu arbeiten. Und aus diesem Fundus habe ich mir vorgenommen, Ihnen so ein kleines Potpourri zusammenzustellen, eben auch als Einführung in die schöne Welt, die Sie hier auch von der Firma Optobep nochmal, was passiert alles auf der Netzhaut, in der weit peripheren Netzhaut, im Zusammenhang mit den Bildern. Vielleicht kann man mein Mikrofon noch ein bisschen lauter stellen. Ich weiß nicht, ob das von der Technik her möglich ist. Gab zumindest gerade die Anmerkung, ich spreche direkt hinein. Können Sie ja nochmal gucken, ob das möglich ist. Kurz zur Offenlegung, das ist schon angeklungen, die Firma Optos unterstützt dieses Referat. Inhalt geht aber komplett auf meine Kappe und ist eben Bilderfundus, teilweise auch von Optos, aber auch Dinge, die wir im Alltag sehen. Ich bin auch als Referent für andere Firmen tätig, die durchaus auch ähnliche Produkte auf dem Markt haben. Deswegen das als Background. Und dann möchte ich einsteigen. In dem Titel spielte das Wort Netzhautperipherie ja schon eine relativ große Rolle. Das sind schon etwas ältere Daten aus PubMed, nämlich einfach die Anzahl der Publikationen, die es zum Thema Netzhautperipherie und deren klinische Bedeutung gibt. Diese Kurve ist nur noch steiler geworden und noch weiter angestiegen. Also es gibt sehr klare Daten, dass man der Peripherie der Netzhaut auch bei Makulopathien eine immer größere Bedeutung zumisst. Einfach ein paar Zahlen aus Publikationen, dass der klinische Bedarf nachweislich größer wird. 2/3 aller retinalen Pathologien sind außerhalb des 60-Grad-Sichtfeldes. Gerade bei der diabetischen Retinopathie, das werden Sie öfters hören, ist es so, dass auch knapp 2/3 der nicht perfundierten Areale weit peripher liegen. Und eine Rolle spielen, nämlich dass inzwischen auch schöne Publikationen gibt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Progression einer proliferativen oder in eine proliferative und dann eines schlechten Verlaufes fast 5-mal höher ist, wenn viele periphere Läsionen vorhanden sind. Mit dieser Technik, der Ultraweitwinkeltechnik, die auch einen Autoflurmodus hat, das zeige ich Ihnen nachher, ist einfach eine bessere Detektion von Anomalien im Randbereich, auch in der Autoflur-Untersuchung möglich. Selbst bei der AMD, die wir ja alle erstmal primär, der Name sagt schon, mit der Makula und mit dem zentralen hinteren Pol versorgen, ist aber in einem hochrelevanten Anteil der Patienten eben auch in der peripheren Netzhaut, nicht unbedingt mit der AMD, aber doch relevant assoziierte Pathologien zu sehen. Die Technik, die Ultraweitwinkeltechnik in vielen Ländern, gerade in anglosächsischen Ländern, schon sehr viel mehr im Telematik-Screening eingesetzt. Das sind ja sicherlich Themen, die auch in Deutschland zunehmend auf uns zukommen. Und auch da gibt es Untersuchungen, dass die Klassifikation mit dieser Technik, Ultraweitwinkeltechnik, besser und einfacher wird. Und es ist durchaus so, dass bis in der Hälfte der Fälle aus der Bildgebung, wenn man die periphere Netzhaut mit einbezieht, sich Änderungen in der Patientenversorgung ergeben. Also das ist eine Sache, der, glaube ich, man wirklich zu Recht Relevanz beimisst. Jetzt ist das Wort Ultraweitwinkel schon x-mal gefallen. Was heißt denn das? Es heißt, dass man mit einer singulären Aufnahme, mit dieser Optomap-Technik, was vermutlich ein Patent der Firma Optos ist, man eine 200-Grad-Darstellung der Netzhaut bekommt. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Idealbild eines jungen Patienten, wo wenig Lid und Wimpern oben und unten reinragen. Aber Sie sehen hier in der Schemazeichnung, also es geht weit über den Netzhautäquator hinaus. Und wenn man dann noch zusätzlich mit Blicktechniken arbeitet bei der Aufnahme, die Patienten in die verschiedenen Blickrichtungen gucken, das, dann kriegt man also fast bis an die Ora die Bilder. Wenn man das vergleicht mit dem, was wir kennen, hier dieser 45-Grad-Kreis ist die klassische Funduskamera, die uns allen vertraut ist, die auch auf den ganzen alten FAG-Untersuchungseinheiten, mit dem dann auch diese 7 Feldaufnahmen gemacht werden. Also wenn wir indirekt ophthalmoskopieren mit einer 90er oder einer Superfield, dann wissen wir selber, huschen wir ein bisschen wie durch Schlüsselloch hier im Zentrum. Klassische Weitwinkeltechnik geht bis 110 und Ultraweitwinkel heißt, das Ausmaß der Netzhaut, was zu sehen ist, geht eben bis in den Bereich von fast 200 Grad. Was Sie hier sehen, ist das Bild, was wir dann auf dem Bildschirm sehen. Es ist eine sehr einfache Technik in der Anwendung. Es ist Web- und Cloud-basiert und Sie werden dann mit entsprechenden Links oder Zugriffsmöglichkeiten auf Ihren Praxisbildschirm oder Klinikbildschirm vertraut gemacht. Und was Sie hier sehen, ist das Bild. Ich erzähle den Patienten immer, sie gucken uns entgegen. Man sieht auf dieser Seite das linke Auge, man sieht auf dieser Seite, auf der anderen Seite logischerweise das rechte Auge und kann dann anhand dieser Bilder erstens für sich selber in Ruhe die
Diagnostik durchführen und zum Zweiten eben dann auch Überlagerungen machen, zum Beispiel hier mit einem Autoflurbild. Also es hat sehr schöne Features, teilweise auch Spielzeugfeatures, aber es ist auch nicht natürlich auch von Vorteil. Ich hatte Ihnen gesagt, dass es eine Fundus-Autofluoreszenz auch als Modalität dabei hat. Hier einfach die beiden Bilder nebeneinander gesetzt. Ein klassisches Optomap-Bild, wo man in der Makula-Region jetzt nicht drüber stolpern würde und dann die Autofluoraufnahme in einem doch klarer macht, dass im Bereich des retinalen Pigmentepithels doch noch irgendwas anderes los ist. Ich hatte Ihnen schon anmoderiert gehabt. Es gibt die Möglichkeiten bei bestimmten Geräten dann auch eine Ultraweitwinkel-Angiografie zu machen. Auch wieder 200-Grad-Aufnahmen. Hier drüben ist nochmal ganz schön aufgezeigt. Mittlere Peripherie der Netzhaut, äußere Peripherie der Netzhaut und dann einfach ein großer Bereich, der da nochmal außerhalb liegt, der bei diesen 200-Grad-Aufnahmen durchaus mit dabei ist. Und dann ein weiteres nettes Feature, wie Sie auf dieser Seite hier drüben sehen können. Man kann dann, wenn man spezifische Pathologien irgendwo hat, sich dieses Bild auch nochmal vergrößern lassen und eine Detailinterpretation zu machen. Also das sind die drei Modalitäten, die Fundusaufnahme und dann eben Autoflur und FAG geht auch als ICG in ausgewählten Fragestellungen ja auch manchmal noch von Relevanz. Wichtiger Zusatz nochmal, es ist keine Netzhautfotografie im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Laserscanning-Ophthalmoskopie-Technik. Ohne in die technischen Details zu gehen, das können die Mitarbeiter von Optos Ihnen viel besser erklären als ich, aber es geht eben um eine Doppelfrequenz-Laserbildgebung, die eben in der Lage ist, eine digitale, hochauflösende Darstellung der Netzhaut zu machen. Und das entstehen dann bei den klassischen Fundusbildern die sogenannten Optomap-Bilder und Sie sehen die klassischen Strukturen, die wir damit aufnehmen wollen. Wie kommt man zu den 200-Grad-Bildern? Und ganz wichtig, die 200-Grad-Bilder sind bei Miosis, also bei enger Pupille. Diese Technik funktioniert erstaunlicherweise fast besser bei enger Pupille als bei weiter Pupille. Aber es wird ein virtueller Punkt hier in die Iris-Ebene gelegt und dann schwenkt die Kamera eben um diesen Punkt herum und ermöglicht es dann in einer Aufnahme bis zu 200 Grad und Wiederholungen bei Bedarf auch mit Blickrichtungen noch darüber hinaus zur Darstellung zu bringen. Eine zweite Sache, die im Alltag immer wieder für freudige Erkenntnisse sorgt, ist, dass die Unabhängigkeit von Medientrübungen zumindest größer ist als mit den klassischen Funduskameras und auch manchmal mit der zumindest indirekten Ophthalmoskopie, mit Superfield und so weiter. Sie sehen hier ein Bild eines Patienten links, klassisches Fundusfoto bei einer fortgeschrittenen Katarakt und am rechten Auge die gleiche Aufnahme mit dem Optos-Gerät oder mit einem Weitwinkelgerät und man sieht auf dem linken Bild, also äußerst mühsam, irgendwelche Strukturen. Am rechten Bild gibt es ja dann immer die Beschreibung, kein Anlass oder kein Anhalt für grobe Pathologien. Also man kann zumindest grob erkennen, dass die Netzhaut anliegend ist und nicht ganz wüste Dinge dort zu sehen sind, was einem das im Alltag einfacher macht. Ich hatte Ihnen schon gesagt, es gibt schöne Spielereien, die aber durchaus auch klinisch von Relevanz sind. Man hat die Möglichkeit, in die Bilder selber unterschiedliche Bildmodalitäten. Sie sehen oben, die Autoflur wird eingespielt in bestimmten Bildbereichen und unten in dem Fall eine ICG-Angiografie. Also Sie können die Bilder überlagern, was aus meiner Sicht eine sehr wertvolle Möglichkeit ist, dass die Bilder, die dann im Zeitverlauf entstehen, Klassiker ist ja Diabetiker, die zu regelmäßigen Routinen kommen, je nach Stand des Diabetes, die Zeitfrequenzen, aber die Bilder werden einem quasi parallel angezeigt auf dem Bildschirm und man kann dann direkte Bildvergleiche erstens sich einblenden oder einfach durchklicken, für sich selber auch dem Patienten zeigen, gerade bei progredienten Erkrankungsbildern ist das sicherlich ganz eindrücklich nochmal klar zu machen, dass hier Handlungsbedarf herrscht. Und wir Ärzte haben einfach die Möglichkeit, im Zeitverlauf Veränderungen zu erfassen. Das sind die hübschen Geräte, die dann bei Ihnen in der Praxis rumstehen, zumindest die, die bei uns momentan rumstehen. Das Daytona Plus ist das, für die reine Weitwinkelbildgebung ohne Fluoreszenzangiografie und das California ist zum damaligen Zeitpunkt eben das Gerät gewesen, mit dem man die FAG-Aufnahmen machen kann. Kurz die Technik erklärt, ist relativ einfach. Der Patient muss sein Auge diesem kleinen Löchlein, was Sie hier sehen, in einem bestimmten Winkel annähern, den Kopf dabei so ein bisschen drehen. Und sie werden quasi durchgeführt, beziehungsweise im Regelfall machen es ja ausgewählte Praxismitarbeiterinnen, die dann quasi so eine Art grünes Licht geben, wenn eine gute Aufnahme da ist und mit ein bisschen Erfahrung recht schnell selber einschätzen können, wann die Aufnahmen gut sind. Ich möchte an der Stelle vielleicht einmal kurz zusammenfassen, weil es so ein bisschen der einleitende Teil war, einfach nochmal die Technik. Es ist eine Aufnahme bis zu 200 Grad der Netzhaut.
Es ist in Miosis, also man braucht keine Weitstellung. Ich muss den ophthalmologischen Kollegen nicht sagen, wie viel Erleichterung das bedeutet bei Patienten und selber für einen selber auch mit Wartezimmermanagement und Anzahl an Patienten, die dort sind. Die Weitwinkeltechnik ist sicherlich nicht für jede Netzhaut geeignet. Es gibt ganz klare Indikationen. Ein Klassiker ist akute Netzhaut- und Glaskörpersymptome gehören aus meiner Sicht definitiv weitgestellt. Da genügt es nicht, mit einer Optomap-Aufnahme zu gucken, weil man eben die Randbereiche der Netzhaut damit nicht so gut sieht wie klassisch, aber sehr, sehr viele Dinge, wo wir routinemäßig immer weitstellen, sind mit dieser Technik gut erfassbar, beziehungsweise wenn man dann einen Befund im Optos sieht oder im Optomap-Bild sieht, ist ja immer noch die Möglichkeit, weitzustellen. Ich hatte Ihnen gesagt, dass Medientrübungen nicht die Rolle spielen und man manchmal ganz glücklich ist, auch bei einer fortgeschrittenen Katarakt grob die Netzhaut zu sehen, ganz grobe Pathologien ausschließen zu können, wofür man ja dann manchmal früher Ultraschall bemüht hat, kann man da ja auch immer noch kombinieren. Es ist eine schnelle Aufnahme, das Erstellen des Bildes dauert bei gut mitmachenden Patienten und gut geschultem Personal wenige Sekunden. Es ist relativ komfortabel, die Patienten finden das angenehm, in Anführungsstrichen, aber sie finden es meistens sehr spannend, also sind da ganz engagiert dabei. Wir haben verschiedene Bildgebungsmodalitäten mit den verschiedenen Techniken. Wir können Bilder überlagern, da hatte ich auch drüber gesprochen gehabt, was uns eben die Möglichkeit gibt, Serienbilder anzugucken. Wir können längere Zeitverläufe darstellen, können monitoren. Die Bilder sind sofort verfügbar. Also wenige Sekunden, nachdem Sie die Aufnahme gemacht haben, können Sie an Ihrem Arbeitsplatz mit dem Patienten drüber sprechen. Und dann gibt es noch so ein nettes Gimmick-Feature. Es gibt eine 3D-Aufnahme für die Patientenaufklärung, die an der Stelle dann auch nochmal zum Tragen kommt. Und dann nicht zuletzt für Praxen natürlich durchaus von Relevanz. Es ist abrechenbar. Für die Ultraweitwinkelaufnahmen gibt es eine GOE-Analogie, die man abrechnen kann. Und wenn Sie FAG- und ICG-Aufnahmen machen, sind die selbstverständlich sowohl über EBM als auch GOE abrechenbar. Die Tatsache, dass es Weitwinkel ist, spielt dann keine Rolle mehr. Aber auch an der Stelle gibt es die Möglichkeit, die nicht ganz günstige Investition irgendwann im Laufe der Jahre zu amortisieren. An Sie, Frau Diesing, die Frage. Ich wäre jetzt so ein bisschen mit dem einführenden Teil fertig. Gibt es Fragen, soweit, auf die wir jetzt schon eingehen sollen? Oder mache ich erstmal weiter und wir bündeln die Fragen am Ende? Ja, Herr Dr. Kalambos, bis hier erstmal ein herzliches Dankeschön. Nein, aktuell gibt es noch keine Fragen. Wahrscheinlich ist das alles schon ein bisschen viel. Aber ich denke, es war sehr schön und sehr aufschlussreich. An der Stelle vielleicht von mir einmal kurzer Hinweis an die Teilnehmer. Wenn Sie Fragen speziell zur Technik haben oder zur Anwendung des Gerätes an sich, hilft Ihnen natürlich gerne auch der zuständige Optos-Außendienst-Mitarbeiter weiter. Das wollte ich an dieser Stelle gerne einmal loswerden, weil Herr Dr. Kalambos ist ja Augenarzt und nicht Techniker. Also alle Fragen zur Technik gerne bitte auch an uns in den Chat. Die geben wir gerne an die Firma Optos dann weiter. Ja, dann gebe ich gerne zurück nach Hamburg. Jo, schön. Dann würde ich fortsetzen und so ein bisschen jetzt einsteigen in die klinischen Bilder und auch nochmal, wie wir es vom Ablauf her gestalten. Sie sehen hier nochmal, worauf ich schon wiederholt hingewiesen hatte, es gibt eben die Autoflurmöglichkeit der Bilddarstellung, das linke Bild. Man ahnt, dass so ein bisschen Unruhe im Bereich des RPEs zentral ist. Das rechte Autoflurbild zeigt einem dann doch, dass da auch durchaus eine makuläre Pathologie vorhanden ist. Also dieses Autoflur, das ist eine weitere Aufnahme. Man kann es routinemäßig bei allen Patienten machen oder selektiert. Wir selektieren das so ein bisschen, aber der Mehraufwand ist in der Tat einfach nur einige wenige Sekunden, dass man zwei Aufnahmen macht. Nochmal kurz, ich vermute, alle Zuschauer und Zuhörer sind vertraut mit der Autoflurtechnik. Es ist eine nicht-invasive Untersuchung von fluoreszierenden Eigenschaften des Lipofuszins im Pigmentepithel. Das normale Pigmentepithel liefert eben so ein granuläres, graues Bild. Ich erzähle dann den Patienten immer so, wie die schönen, guten, alten Schwarz-Weiß-Fernseher, die ich ja auch noch erleben durfte und alle unsere Patienten oder viele unserer Patienten kennen, dann ist immer große Freude über das schöne, verpixelte Bild. Und man sieht eben aber auch die Strukturen wie Blutgefäße und den Sehnervenkopf dann eben in Schwarz. Was sehen wir zusätzlich zu dem granulären Bild? Wir sehen entweder Hyperautofluoreszenz, das identifiziert die Zellen, die unter Stress sind. Also da ist irgendwie Aktivität und eine gewisse Toxizität, die senden ein helleres und ein weißliches Signal ab. Und die Hypofluoreszenz ist die, also die dunklen Stellen sind dann quasi die schon abgestorbenen Zellen, die dann eben in einen Grau- oder Schwarzton übergehen. Und Wiederholungen, wenn Sie Ultraweitwinkel haben, dann ist es natürlich eben weit hinaus in die Peripherie, dass Sie sehen können.
Ich möchte jetzt anfangen, Ihnen hauptsächlich klinische Bilder zu zeigen, aber nochmal, was sind die Anwendungsmöglichkeiten? Es gibt einen relativ großen Bereich natürlich der Vorsorgeuntersuchungen im niedergelassenen Bereich, wo man ein Netzhautvorsorge-Screening eben auch mit dem Optomap anbieten kann, bei den Patienten deutlich beliebter als die Weitstellung, wobei es auch mal wieder Patienten gibt, die dann lieber die Weitstellung haben. Aber Vorsorge ist nicht heute unser Thema, sondern wir wollen über Netzhauterkrankungen sprechen und da ist es sicherlich dann klinisch auch nochmal deutlich spannender. Gezielte Diagnostik, Befunddokumentation, Verlaufskontrollen, alle die Dinge, die schon angeklungen sind. Man erlebt auch immer mal wieder eine Überraschung. Hier ein Bild, was einfach als Routinebild aufgenommen war. Und wenn Sie dann auf das Autoflurbild gucken und diesen hell aufleuchtenden Punkt hier sehen, dann ist das die perfekte Darstellung einer Druse im Bereich der Papille. Also eine Drusenpapille. Sie wissen, dass es sonst mit Ultraschalltechnik oder ophthalmoskopisch ist man sich manchmal sicher, aber häufig unsicher. Ist es eine, ist es keine? Das ist sehr nett, mit dem Autoflur einmal drauf zu halten und dann wissen Sie sicher und haben den sicheren Nachweis, dass eine Drusenpapille vorliegt. Aber jetzt zu den Erkrankungsbildern, die uns im Alltag deutlich mehr beschäftigen. Diabetische Retinopathie, der Bereich, wo sicherlich der Versorgungsstandard in jeglicher Hinsicht retinologisch, internistisch, diabetologisch und auch in unserem Alltag im großen Wandel ist. Und es gab diese Studie, die ich schon mal erwähnt hatte, die jetzt ein paar Jahre alt ist, die eben ganz klar gesagt hat, wenn Augen vorwiegend periphere Läsionen haben, also außerhalb dieser klassischen Siebenfeldaufnahme vom ETDRS, das sind diese 45-Grad-Aufnahmen in der Form, wie wir sie kennen, auch aus Studien aneinander gestückelt, wenn außerhalb davon die Ischämie-Areale sind und vorwiegend außerhalb sind, dann ist das Risiko einer Progression fast fünffach höher bei einer proliferativen diabetischen Retinopathie. Und das ist natürlich sehr viel einfacher zu erkennen mit Ultraweitwinkel und dann sieht man, dass viele der diabetisch schwer betroffenen Augen eben ihre Läsionen gerade da draußen in der Peripherie haben. Das gleiche auch nochmal im FAG hier zur Darstellung gebracht, das sind auch Bilder aus der Studie und hier sieht man wieder, das sind quasi die klassische Siebenfeldaufnahme und dieser Patient natürlich dann auch entsprechend ausgewählt in der Studie. Aber alles, was man an Proliferationen sieht, ist außerhalb dieses Bereiches und hätte man nicht sicher erfassen können hier, das ist natürlich eine ganz andere Indikation für Therapie und sicherlich eine aggressivere Herangehensweise, primäre Laser und auch eine Full-Scatter-Laser-Indikation für das Management. Und somit ist das so, wir können mit dem Blick auf die periphere Netzhaut anders klassifizieren und damit ist sicherlich die Kontrollfrequenz und auch die Behandlungsmodalitäten sind andere, als wenn wir zentralere Aufnahmen haben. Ich möchte jetzt mit Ihnen in die klinischen Bilder reingehen. Es ist immer so ein bisschen von mir selektiert, meistens die Optomap-Aufnahme, dann mit Autoflur und FAG oder eins von beiden, dass man so ein bisschen immer auch im Vergleich dieser Bildentitäten hat und dann nochmal ein Gefühl dafür kriegt, was einen dann eben noch an zusätzlichen Informationen geboten wird. Sie sehen hier eine Aufnahme, das ist eine typische Aufnahme, die man dann beim älteren Menschen bekommt, da ragt das Lid auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir haben Wimpern, also da werden die 200 Grad dann manchmal auch ein bisschen weniger. Trotzdem kriegen wir einen schönen Einblick auf die Netzhaut und sehen, hier ist was los, da sind Punktblutungen. Man kann sich auch einbilden, die Netzhaut sieht da nicht ganz so gesund aus. Und wenn man dann eben das FAG hinterher schiebt, dann ist es sehr schön zu sehen, hier beginnen Ischämie-Areale. Ne? Genau in dem Bereich, wo die Blutungen auch zu sehen sind, fast die Grenze hier ziehbar. Wenn man genau hinguckt, sieht man es auf der anderen Seite eben auch. Und man kann davon ausgehen, dass oberhalb und unterhalb der Lider oben und unten was Ähnliches passiert. Und das ist sicherlich ein Patient, wo man sehr wohl vor der Frage steht, ob man in diesem Bereich nicht schon zur Lasertherapie, zumindest zu einem Mild Scatter bis hin zum Full Scatter, ist ja auch ein Bereich der Retina, die fürs Gesichtsfeld überhaupt keine Rolle spielt. Also man würde hier sicherlich proaktiver behandeln oder zumindest sehr viel engmaschiger monitoren, um den Übergang dann in ein proliferatives Szenario nicht zu verpassen. Noch ein Beispiel für eine diabetische Retinopathie. Hier sehen wir schon anhand der Exudate und der Unruhe hier im Zentrum, hier ist einiges mehr los. Man hat auch periphere Befunde. Also da ist man dann nicht überrascht, wenn die FAG-Bildgebung hinterherkommt, dass es doch einiges mehr los ist. Und hier ist eben eine Mischung
zentral, sicherlich auch Leckagen. Das OCT wird hier mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Makulaödem zeigen, also auch eine Indikation für, klare Indikation für eine IWORM-Therapie. Aber wenn man diese Areale eben hier draußen zusätzlich sieht und sie wiederholen sich hier drüben, dann ist man sehr geneigt, von Anfang an oder im Verlauf auch ein periphere ALK zu planen, um dann wahrscheinlich auch langfristig die Anzahl an IWORMs, die Geschwindigkeit, wie man das Geschehen in den Griff kriegt, das Geschehen in den Griff kriegt, positiv zu beeinflussen und auch dem Patienten dann eben diesen Verlauf zu zeigen. Das Schöne ist ja inzwischen Zulassung von IWORM-Präparaten auch für die proliferative Diabetische. Also da wird sich, glaube ich, noch einiges tun in den nächsten Jahren, wie wir rangehen. Aber ganz ohne Laser, haben wir nach jetzigem Stand auch gelernt, wird es vermutlich nicht gehen, besonders wenn wir die Patienten nicht andauernd monitoren oder spritzen wollen. Hier eine diabetische Retinopathie, die sicherlich ein ganz anderes Erkrankungsbild schon darstellt, vermutlich auch ein postoperativer Befund hier mit diesem massiven Proliferationssegel, vermutlich traktive Ablatio auch in diesem Bereich. Es ist schon kräftig gelasert worden. Trotzdem, wenn man hingeht und dann es nochmal mit einem FAG-Bild unterlegt, dann wird einem das Ausmaß des Desasters noch ein bisschen bewusster und man sieht, dass auch in den Arealen, wo schon gelasert worden ist, immer noch große Ischämie-Areale herrschen, auch in dem oberen Bereich. Die Frage, ob das ausreichend und dicht genug gelasert ist, wobei man hier sicherlich in dem Bereich eher für eine operative Therapie ist, als dass man es allein mit dem Laser angeht. Dann nochmal hier so ein bisschen extremere Beispiele, aber auch hier eine proliferative Neovaskularisation an der Papille. Sie sehen hier auch die Glaskörperblutungen. Logisch, die ist proliferativ. Schattenbild im Glaskörperraum, Schlagschatten auf das Bild. Riesenareale von Non-Perfusion. Makula auch sicherlich nicht mehr gut perfundiert, aber besser perfundiert als andere Areale. Und da steht dann in der Betreuung einiges an Arbeit voraus. Das sind die klassischen Pan-LKs, Full-Scatter, die wir auch in Zukunft immer noch sehen werden, wahrscheinlich weniger, aber das ist der Weg, um zumindest die zentrale Netzhaut dann entsprechend zu versorgen. Und auch hier wird man dann so ein bisschen zum Pedanten oder Klugscheißer, wenn man Weitwinkel hat und kann feststellen, Mensch, es ist eigentlich alles wunderbar gelasert, aber hier draußen fehlt noch ein bisschen was. Also dann, je nachdem, ob Aktivität herrscht oder nicht, auch die Möglichkeit, da nochmal nachzufassen. Ich möchte den Diabetes verlassen zu den venösen Gefäßverschlüssen, die ja auch in unserem Alltag sicherlich in der Versorgung eine große Rolle spielen. Und hier sieht man auch eine Sache sehr schön. Man kann in diesen Optomap-Aufnahmen Ghost Vessels oder Non-Perfusion-Areale eigentlich, wenn man darauf achtet, schon sehr schön sehen. Klassischer venöser Verschluss hier im Bereich der unteren temporalen Vene. Wir sehen die Unruhe mit den Blutungen. Man kann so richtig, man sieht eigentlich schon von diesem Bild den Bereich, der Ischämie ist. Dann, klar, braucht es ein FAG, um genauer hingucken zu können. Das Ausmaß der Ischämie, das ist auch sicherlich kein ganz frischer Verschluss mehr. Kollateralen haben sich schon gebildet. Ob diese Makula jetzt hier auch noch mit einem Ödem einhergeht oder nicht, kann uns dann nur das OCT sagen. Aber auch hier sind wir in einem Bereich, wo sicherlich Laser und gegebenenfalls IWORM-Therapie in Kombination anstehen. Und wir dann auch nochmal ganz schön sagen können, also hier ist überall massive Ischämie und wir sehen, es zieht durchaus ein ganzes Stück hier raus. Man kann sehr schön festlegen, wenn Sie selber die Laser dann auch durchführen, kann man sich diese Bilder quasi im Laserraum aufrufen und Sie haben so richtig die Landmarks der Gefäße, an denen Sie entlang sich orientieren und das Lasern durchführen können. Klassischer Hemisphärenverschluss im oberen Bereich, da auch nochmal der Hinweis, es lohnt sich immer einen Blick auf die Papille mitzuwerfen, wenn Sie von den beeindruckenden Blutungen und Gefäßverschluss abgesehen da drauf gucken, wenn das nicht eine massive Makropapille ist, dann ist es sicher eine Glaukomkomponente noch mit dabei, was bekanntermaßen ja bei den venösen Verschlüssen einer der Risikofaktoren ist. Der ist auch nicht mehr ganz frisch, da ist aber ordentlich Unruhe, noch ordentlich Blut, ist noch wenig Blut resorbiert. Wir machen die Autofluor hinterher, die jetzt keinen Mehrwert an Informationen liefert, außer uns vielleicht zu sagen, wo wir mit dem Laser sicher nicht durchkommen werden, wenn wir das Lasern anfangen, weil einfach die Blutungen noch zu dicht sind, sehen wir aber auch im FAG und im FAG dann schon die Möglichkeit, zumindest in der Peripherie zu definieren, wo macht es Sinn, gezielt zu lasern. Und der Befund geht sicherlich auch mit einem Makulaödem einher, sodass es eine begleitende IWORM-Therapie indiziert ist. Extrembeispiel für einen kompletten Zentralvenenverschluss, der dann sicherlich auch ein sehr hohes Risiko hat, in ein rubiotisches Geschehen und massive Sekundärprobleme überzugehen. Aber hier beeindruckend zu sehen, wenn die zentrale Vene dicht ist, was alles passieren kann. Jetzt kommen wir so zu ein paar Kolibris, die wir im Alltag
vielleicht nicht so häufig sehen, aber in dem Fall auch nochmal einfach spannende Bilder sind. Ein okuläres Ischämie-Syndrom nach einem arteriellen Teilverschluss. Dieser Patient wird vermutlich noch eine ganz vernünftige Sehschärfe haben, wenn er auch ein wahrscheinlich sehr eingeschränktes Gesichtsfeld hat. Aber die makuläre Versorgung scheint hier noch zumindest eine Restperfusion oder sogar eine normale Perfusion vorhanden zu sein. Aber drumherum sieht man auch in diesen Bildern, dass da massive Ischämie herrscht, auch mit Blutungen, also auch weiterer Bedarf, um sekundäre Probleme zu verhindern. Sichelzellretinopathie auch als eine okklusive arterielle Erkrankungen jetzt nicht unser tagtäglich Brot, aber sicherlich auch in steigender Zahl bei Patienten mit entsprechendem Hintergrund und Migrationsvorgeschichte immer dran denken und dann auch sicherlich eine Sache, die ganz dringend einer systemischen Therapie bedarf, dass man eben okklusive Ereignisse an anderer Stelle verhindert. Wir verlassen die klassischen Gefäßgeschichten und gehen so ein bisschen mehr ins Zentrum. Altersbedingte Makuladegeneration hat ja mit der Netzhautperipherie erstmal nicht viel zu tun. Trotzdem hier klassisches Beispiel für eine trockene AMD mit einer geografischen Atrophie auch zentral. Das sind Bilder, die für einen Patienten nicht schön zu sehen sind, sofern er sie überhaupt noch gut sehen kann, aber die ihm so ein bisschen helfen im Krankheitsverständnis, wenn sie ihm sowas zeigen und dann auch sagen, alles was schwarz ist, wie wir es vorhin ja auch schon angesprochen hatten, sind abgestorbene tote RPE-Zellen, dann versteht er zumindest und seine Angehörigen, warum es mit dem Lesen und mit dem zentralen Sehen eben so schwer geworden ist oder gar nicht mehr möglich ist. Mehr zum Einsatz kommt dieses Gerät natürlich bei der AMD im Sinne von feuchter AMD. Bei dem Bild würde man am Anfang noch nicht drüber stolpern. Man kann vielleicht ein bisschen denken, diese Makula ist etwas unruhig. Dann kommt die klassische FAG-Aufnahme und hier sehen Sie, da ist eine CNV zu sehen. Man kann eine ICG-Bildgebung nochmal dazu machen. Entschuldigung, bei dem ersten Bild wahrscheinlich nicht unbedingt erforderlich, weil es recht klassisch ist, aber wir wissen selber, es gibt einige wenige Makulopathien, wo dann die ICG-Angiografie in der Diagnosefindung uns nochmal weiterhilft. Entschuldigung, das ist ein klassischer Befund, auch indikativ für eine feuchte AMD mit einer Blutung, durchaus einer etwas größeren Blutung, Schrägstrich Massenblutung ist es noch nicht ganz. Aber da hat es geblutet und dass die Makulatherapie bedürftig ist, ist gar keine Frage. Das FAG kommt und dann ist plötzlich zu sehen, ja, das ist sicherlich das Geschehen, was den Patienten momentan primär beschäftigt. Aber hier draußen ist auch noch eine Komponente periphere Ischämie. Dieser Patient hatte eben eine Komorbidität mit einer diabetischen Retinopathie, altersmäßig ja auch häufig miteinander verbunden und korreliert. Und dementsprechend ein reiner Fokus auf der Makula hier nicht ausreichend, sondern im Verlauf, passt ja auch mit der IVOM-Therapie, aber sicherlich eine Überlegung, ob man die periphere Netzhaut nicht mitbehandeln muss. Jetzt wechseln wir die Altersklasse und gehen zu einem Bereich, der in der Praxis sicherlich so gut wie keine Rolle spielt, aber in ausgewählten frühgeborenen Retinopathiezentren ich immer wieder mit Erstaunen höre, dass es gang und gäbe ist, das Screening und auch Verlaufskontrollen auf die ROP eben mit Optomap durchzuführen und die Kollegen so versiert sind, dass sie den kleinen Bündeln da auch entsprechende Netzhautbilder entlocken können und dann eine große Hilfe ist in der Einteilung des ROP-Stadions und sich den daraus ergebenden Behandlungsalgorithmen. Ist es eine IVOM-Indikation? Ist es eine Laser-Indikation? Ist es eine operative Indikation? Also ganz beeindruckend, dass auch bei den ganz Kleinen diese Bilder schon funktionieren. Der Bereich Uveitis jetzt erstmal als Überbegriff, wenn wir so ein Bild sehen, im Optomap sicherlich auch ein Patient, der visusmäßig seine Beeinträchtigung hat, dann ist uns zumindest im ersten Bild klar, irgendwas ist los, sowohl im Zentrum als auch hier draußen, ohne dass wir der Sache von diesem Bild her einen Namen geben können. Die Autoflur-Aufnahme bestätigt uns darin, dass zentral deutliche RPE-Veränderungen vorhanden sind. Es läuft eine FAG-Bildgebung. In der FAG-Bildgebung ist erstmal zu sehen, dass überall die Gefäße sich normal füllen. Und dann ist es eigentlich eher die Spätphase, die einem dann doch relativ klar zeigt, das vaskulitische Geschehen spielt sich eben auch primär in den Bereichen ab, wo wir davor auch gesehen haben, hier außen und im zentralen Bereich, wo man davor eben auch gesehen hat, dass in der Optomap- und Autoflow-Aufnahme schon kein Normalbefund war.
Dann geht es auf die anspruchsvolle Ätiologiesuche und Therapieeinleitung. Und dann hat man natürlich mit diesem Gerät die Möglichkeit, Verlaufsbilder zu machen und eben auch das Therapiemonitoring, was die Vaskulitis betrifft, hier im Zeitverlauf zu machen. Morbus Ilz als eine okklusive venöse Erkrankung, auch natürlich mit einem bestimmten ethnischen und auch HLA-Background assoziiert, auch nicht so häufig, aber eine Sache, die man immer im Hinterkopf behalten sollte und dann eben auch zu massiven peripheren Ischämien führen kann. Dann kommt der bunte Strauß, den ich mir schon zu Facharztprüfungszeiten nie merken konnte, an den Choreopathien, aber hier die APM-PPE. Ich finde immer ganz schön, das Wort Plakoid ist hier dann, wenn man sich diese Bilder anguckt, eben sehr schön nachvollziehbar. Hier ist eine Autofluoraufnahme, wo man das eben auch sehen kann. Und dann die FAG-Aufnahme, in der relativ klar wird, dass es hier sich nicht eben an ein AMD oder sonstiges Geschehen handelt, sondern dass es eine völlig andere Ätiologie hat und eben keine zentralen Leckagen zu sehen sind. Die RCS, das ist eine Sache, die wir durchaus häufiger sehen in den Praxen. Hier stolpert man jetzt nicht, dass der Patient eine RCS hat, aber das würde man natürlich auch klassisch in dem Bild nicht sehen. Aber man sieht, es herrscht relativ viel Unruhe so über den hinteren Pol und auch drumherum verteilt. Hier ist dann das Autofluorbild ganz spannend. Und man sieht, wenn es gerade eine aktuelle RCS-Episode ist, dann ist es nicht die erste. Es hat in der Vergangenheit hier schon sicherlich auch so ein bisschen atypische RCS, rezidivierende RCS stattgefunden. Funktionen hat dann eine relativ große Bandbreite. Und dann kann man natürlich mit dem FAG-Modalität dann nochmal gucken, ob es Quellpunkte und Therapieansätze gibt. Noch ein eher seltenes Krankheitsbild, aber hier auch nochmal sehr eindrücklich, ein retinales Hämangiom. Sie sehen diese massiven Exudate im temporaloberen Bereich bis in die Makula hineinreichend, auch fast Coats-artig. Und wenn man dann eben die Bildgebung macht und weit in die Peripherie guckt, hilft es einem da sicherlich nochmal. Und wenn nicht einem selbst, dann zumindest dem dazugeschalteten Retina-Spezialisten die Diagnose festzuzurren. Ich möchte nochmal ein Thema anschneiden, was jetzt weggeht von den Gefäßen, den klassischen Gefäßpathologien zu den Aderhaut-Nevi und dann auch Aderhaut-Melanomen, wo wir das Optomap gerne und viel einsetzen, ist Monitoring von Aderhautveränderungen. Es sind ja meistens Aderhaut-Nevi, die man aber eben sehr, sehr schön auch im Zeitverlauf darstellen kann und auch im Zeitverlauf monitoren kann. Man hat die Möglichkeit auszumessen, also Sie können dann auch jedes Mal ein Messmodul drüberlegen und stellen fest, wird der Nevus größer, verändert er sich in irgendeiner Form, dass Malignitätskriterien entsprechen. Und womit wir hier auf dem Bild konfrontiert sind, ist sicherlich kein Nevus, sondern es ist ein manifestes Aderhautmelanom, was auch schon eine Strahlenretinopathie hinter sich hat als Folge der Bestrahlungstherapie. Und hier nochmal vielleicht ein Hinweis, einfach mit einfacher Blickrichtung, hier ist ein Blick nach unten gegangen, kriegt man doch nochmal eine sehr viel bessere Darstellung dieses Areals, was von Relevanz ist. Sie sehen, dort ist auch drumherum gelasert worden. Das ist auch in der Autofluoraufnahme schön zu sehen. Warum wurde gelasert? Weil als Folge der Bestrahlung der Patient eine Strahlenretinopathie mit Ischämiearealen entwickelt hat, die man hier eben auch sehr schön abgrenzen und dann entsprechend behandeln kann und im weiteren Verlauf verfolgen. Medikamentenassoziierte Retinopathien, das sind ja auch Fragestellungen, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind, dass Patienten im Rahmen einer Chloroquin, Resorcin oder auch Hormonrezeptoren-Blockertherapie zu uns kommen mit der Frage, ist dort irgendwas los? Und dann wissen wir, dass wir uns den Makula-Bereich genauer angucken müssen. Gerade hier dann in der Autofluoraufnahme häufig dieses etwas ringförmige, was man sieht, jetzt Befunde, die Gott sei Dank in der heutigen Zeit selten geworden sind, weil man viel sensibler dafür ist. Aber es ist ein schönes Monitoring-Tool, dann bewusst das Autofluor dazu zu nehmen, um medikamentöse Retinopathien mit allen anderen wichtigen Parametern, und die wichtigsten sind sicherlich Visus, Farbsinn und zentrales Gesichtsfeld, aber es ist ein zusätzliches Tool, was einem hilft und auch zur Patientenberuhigung beiträgt. Das ist ein Patient, der einen Morbus Best hat, ein anderes Erkrankungsbild, aber dann auch ihm anhand dieser recht klassischen Bilder erklärbar. Sie sehen die Autofluoraufnahme, das ist eine FAG-Aufnahme, die nochmal ganz klar macht, dass es sich hier nicht um irgendeine Form von akuten Makuladegenerationsgeschehen handelt, sondern eben eine Morbus Best-Erkrankung vorliegt.
Retinitis pigmentosa, sehr eindrückliche Bilder hier auch nochmal. Da ist völlig klar, dass sich in der Peripherie eine Menge abspielt und dann ist wahrscheinlich klinisch Monitoring nicht unbedingt notwendig für Patienten und Angehörige, aber manchmal hilfreich, sowas zeigen zu können, mehr den Angehörigen als den Patienten, um einfach so ein bisschen klarer zu machen, was los ist. Wir wissen, dass es dann doch nicht ganz selten ist, dass es entweder zentrale Gliosen gibt oder dann auch Makulaödeme, also das im FRG auch nochmal verfolgbar und hier kann man sicherlich drüber gucken, braucht man das OCT zusätzlich, ob hier etwas ist, was von klinischer Relevanz ist. Ich möchte Richtung Ende meines Vortrages nochmal wieder zu dem Bereich Screening und periphere Netzhautpathologien im Sinne von Foramina und Netzhautablösungen kommen. Das sind Aufnahmen, die wir gar nicht so selten sehen im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung, dass man hier eben klassisches Rundvoramen, sicherlich schon etwas älter, ist pigmentiert, in dem Fall kein Deckel zu sehen, aber eine Sache, die man in der heutigen Zeit beobachten würde, wenn keine zusätzlichen Risikofaktoren vorhanden sind, aber dem Patienten auch recht eindrücklich sagen kann. Und dann wieder der kleine Hinweis, auch hier diese Papille ist sicherlich eine Papille, wo man Augendruck kennen möchte und darüber nachdenkt, ob man nicht etwas tiefer bohrt mit der weiterführenden Diagnostik Richtung Glaukom, wenn sich etwas rausstellt. Hier ein Patient, der mit Akutsymptomen auftauchen würde. Ich hatte es am Anfang gesagt und kann es nur wiederholen. Bitte nicht nur mit dem Optomap symptomatische Netzhautpatienten angucken oder zumindest sich des Risikos bewusst sein. Wir versuchen es zu vermeiden, aber es gibt manchmal den ganz sturen Patienten, da ist es mir zumindest lieber, eine Optomap-Aufnahme zu haben, als ihn gar nicht die Netzhaut gesehen zu haben. Wenn sich jemand partout nicht weitstellen lässt und darauf besteht, mit dem Auto weiterzufahren, dann ist es so, dass man mit dem Optomap zumindest mehr hat als ohne und dann kann man ihm zumindest relativ schnell sagen, das ist ein Fall für die Klinik. Hier sehen Sie ein klassisches Hufeisenforamen, starke zentrale Glaskörpertrübungen. Man vermutet, dass hier eine seichte Netzhautabhebung in dem Bereich schon ist, also mit dem Laser alleine wahrscheinlich nicht versorgbar. Was immer wieder in der Routine auffällt und dem Patienten nicht bewusst ist, sind solche Befunde. Sie sehen hier im temporalen Bereich eine sicherlich nicht mehr ganz frische Amotio. Sie sehen hier oben ein Hufeisenforamen, das schon in sich so ein bisschen zusammengeschrumpft ist. Also das ist nichts Frisches. Der Patient hat das im Zweifelsfall gar nicht bemerkt und ist aber so, dass es momentan noch keine massive Seheinschränkung gemacht hat, aber so belassen kann man es auch nicht. Und es besteht sicherlich eine OP-Indikation. Manchmal ist es dann auch nochmal nett, mit dem Autoflur zu gucken, weil dann einfach die Unterschiede auch nochmal etwas klarer zu sehen sind in der Abgrenzung zwischen diesen beiden Bildern. Und man sieht es hier eben auch ganz schön. Dieser Patient kommt sicherlich zu uns, weil er bemerkt, dass das Sehen schon klar in Mitleidenschaft gezogen wurde. Da ist die Diagnose dann auch sehr eindeutig und der Weg in die Klinik hoffentlich kurz und schnell, um die Funktion bestmöglich zu bewahren. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Patienten im Vorfeld solche Befunde, ich gehe sogar manchmal hin, Patienten sind ja im Regelfall bei uns weitgestellt, aber dass wir es einfach nochmal mit dem Optomap dokumentieren, auch für den Patienten im weiteren Verlauf, weil das einfach unterstützend für das, was dann passiert, Operationen und je nachdem, wie die Visusprognose danach ausgeht. Aber für den Patienten wird alles greifbarer, wenn er solche Bilder sieht. Das sehen wir auch gar nicht so selten, auch wieder im Rahmen eines Screenings. Sie sehen hier unten klassischerweise bei jüngeren Patienten so eine seichte, sich langsam nach oben kommende Amotio, die häufig völlig asymptomatisch ist, aber sicherlich auch einer Therapiebedarf und auch einer operativen Therapiebedarf. Also auch da ist das Ganze hilfreich. Ich möchte langsam zum Ende kommen, beziehungsweise gerne zu Ihren Fragen, wenn es welche gibt, und das Ganze nochmal zusammenfassen aus der Sicht von jemandem, der primär in einem ambulanten Setting tätig ist. Die Ultraweitwinkelbildgebung, und das betrifft auch andere Modalitäten, aber wir haben heute viel über das Optos und Optomap gesprochen. Extrem patientenfreundlich, es ist nicht invasiv und ist sowohl für die Patienten einfach durchführbar, als auch für ihre Mitarbeiter einfach zu bedienen. Es sei denn, sie haben den Ehrgeiz, dass diese Aufnahmen selber machen wollen, aber es zeigt sich bei allen unseren Standorten, dass das eins der Geräte ist, wo kein Streichholz gezogen wird, wer die Optomap-Bilder macht. Sondern die Mitarbeiter machen das gerne. Das ist auch ganz interaktiv mit dem Patienten, weil die Patienten ja dann auch die Aufnahmen gleich sehen können und von uns auch nochmal erklärt bekommen. Und auch ihr Praxispersonal viele Pathologien einfach mitbekommt. Wir haben es gar nicht so selten, dass in der Mittagspause dann die Arzthelferinnen, MFAs zu uns kommen und nochmal Fragen zu den Bildern haben und man sie nochmal gemeinsam durchguckt oder ob man das Team einfach mal dazu ruft und bestimmte Krankheitsbilder, wenn man Auszubildende hat und so weiter, nochmal klar macht oder auch für die erfahrenen Kräfte. Immer wieder spannend. Also es ist für eine Praxis durchaus ein Ort, wo
positive Stimmung herrscht. Sie kriegen qualitativ im Regelfall sehr hochwertige Netzhautaufnahmen und das in Meiosis, das haben wir oft genug besprochen, aber ist natürlich ein Riesenvorteil. Lustigerweise werden die Bilder fast schlechter in Mitriasis, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, also in Meiosis scheint es fast besser zu funktionieren. Wenn es irgendwas gibt, was man sieht, kann man ja immer noch weitstellen. Es ist eine effiziente Untersuchung und relativ exakte Diagnosestellung für Dinge, die in der Netzhautperipherie passieren. Wenn man daran denkt, Blickrichtung ist nochmal eine weitere Option. Wir haben die Chance auf eine bildgeführte Behandlung, wo eben die Bilder zusätzliche diagnostische Informationen liefern, die dann auch einfließen in die Behandlung. Der Klassiker, hatten wir schon wiederholt besprochen, ist Netzhautperipherie mit Ischämie-Arealen bei den Gefäßproblematiken, wo man dann einfach seinen Therapieansatz erweitert. Man hat eine sehr gute und einfache Dokumentation der Ergebnisse. Wir ziehen die Bilder auch immer einmal in die Patientenakte ein am gleichen Tag, aber sie sind immer in der Optomap oder in der Optos Library Cloud-basiert zugänglich. Also wenn der Patient das nächste Mal kommt, Sie rufen ihn auf, haben Sie die gesamte Serie der Bilder und wir haben uns angewöhnt, das zusätzlich einmal als PDF in die Akte reinzuziehen für Dokumentationszwecke. Das Untersuchungserlebnis ist für den Patienten sicherlich ein völlig anderes als die Weitstellung, dann 2 Minuten tierisch geblendet zu werden und dann, während der Nebel sich langsam verzieht und man den Arzt noch nicht richtig erkennen kann, erzählt er einem, was man gesehen hat, sondern das ist hands-on Storytelling. Die Patienten können sich das mit ihnen gemeinsam anschauen, Fragen stellen. Es lohnt sich auf alle Fälle, das dann auf einen Arbeitsplatzmonitor zu projizieren. Und sie können es eben auch im Zeitverlauf vergleichen. Und was wir festgestellt haben, neben der Freude, die es auch uns Ärzten macht, und ich glaube, es gibt bei uns keinen Arzt, der mit dieser Technik nicht gerne arbeitet, es ist für die Patienten ein Riesending. Patientenaufklärung wird einfacher. Es ist sicherlich eine Möglichkeit, Patientenbindung auch nochmal zu verstärken, gerade bei den schwierigen Diabetikern und so weiter, die ja irgendwann die Schnauze voll haben von der jährlichen Untersuchung mit Mitriasis. Und siehe da, wenn man ihnen das Optomap alternativ anbietet, ist es gar kein so großes Thema mehr. Und man kann dann eben auch Therapieschritte besser erklären. Und die Compliance mit vielen Dingen oder zumindest das Verständnis, das Krankheitsverständnis, ist um einiges höher. Und somit ist es ein Tool, mit dem Sie im Alltag bei vielen Patienten viel zu tun haben. Ich möchte an dieser Stelle zum Ende kommen. Ich hoffe, es war soweit interessant als Rundumweg über das, was alles in der Netzhaut, in der peripheren Netzhaut passiert. Ich nenne es hier immer das Panoptikum der Netzhaut, was Optomed mal zusammengestellt hat. Bedanke mich jetzt schon mal für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen, wenn es welche gibt. Ja, schon einmal ganz herzlichen Dank nach Hamburg, Herr Dr. Galambos. Ja, es gibt einige Fragen, die möchte ich an der Stelle kurz weitergeben. Und zwar, Frau Essing fragt, ob ein Nevus mit Optos schwierig darzustellen ist oder ob das damit gut möglich ist. Also das ist natürlich eine relativ große Bandbreite, aber es gibt einige Features in dem Optos-Gerät, was einem das wirklich erleichtert. Das eine, Sie haben ja erstmal das Bild und können eine Größenausmessung machen. Dann kann man quasi eine Mischung machen, dass man durch rot-grünen Veränderungen mehr in die tieferen Schichten Richtung der Aderhaut geht, wo der Nevus ja dann sitzt und man dann eben die Dunkelfärbung sieht. Also Sie drehen quasi die Rottöne aus dem Bild raus und können dann wie so ein kleines Scanning der Netzhautebenen von der Netzhaut runter in die Aderhaut und zurück machen. Und dann sieht man diesen Nevus deutlich eindrücklicher. Also es hilft manchmal zu sagen, ist es denn überhaupt relevant und ist es denn überhaupt Nevus? Sie sehen natürlich die Dinge, die dann auch in der pathologischen Beurteilung und in der Abgrenzung zur Frage, ob da Malignitätszeichen sind. Orange Pigment und all diese Dinge sind auch ganz gut zu erkennen. Das heißt, man kann es gut monitoren, man kann es wunderbar dokumentieren und die Erfahrung zeigt, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind oder es ein grenzwertiger Bereich ist, ist es ja meistens sowieso so, dass man dann Ultraschall und gegebenenfalls Gefäßdarstellung noch dazu holen möchte. Aber dann stelle ich auch gerne mal weit und schaue es mir dann einfach auch nochmal direkt oder indirekt in der Ophthalmoskopie an. Vergleicht es mit den Bildern. Ja, vielen Dank. Eine weitere Frage ist, Herr Zarimann fragt, ob 3D-Bilder auch schon zur Verfügung stehen, aber die kann man wahrscheinlich hier im Vortrag nicht sehen. Dafür braucht man vermutlich eine 3D-Brille. Ist das richtig? Nee, das braucht man nicht. Also ich habe keine dabei. Ich nehme das gerne auf als Hinweis, dass Interesse besteht. Das ist im Endeffekt ich nenne es ein bisschen technischen Gimmick, aber Sie kriegen quasi auf dem Bildschirm, Sie können das anklicken, wenn Sie es dem Patienten zeigen und dann ist es wie so ein Hologramm, was sich dreht und dann immer die Netzhautareale, als ob Sie ins Auge reingucken würden, auf die Netzhaut gucken.
Also es ist jetzt nicht 3D, so wie wir 3D-Kino kennen, dass wir quasi mit einer 3D-Brille dann drin sitzen und mit dem Patienten ins Auge hineinfahren. Das ist es nicht, sondern es ist die Möglichkeit, die, anstatt dass sie ein flaches Bild haben, eine Kurvatur zu haben und diesen Bulbus zu drehen. Ich bringe das wenig zum Einsatz, weil ich das Gefühl habe, dass die Hauptbilder für die Patienten schon so imposant sind, dass es nicht notwendig ist. Die Firma Optos ist davon immer ganz begeistert. Also vielleicht müsste man da auch nochmal drüber nachdenken. Und vielleicht kann ja Optos mal drüber nachdenken, das auch noch mit 3D-Brillen zu versehen. Finde ich ganz spannend eigentlich. Herzlichen Dank. Herr Wert fragt, ob man Befunde datumsmäßig vergleichen kann, ob man die gegenüberstellen kann. Genau, also Sie sind in der Lage, jetzt hatte ich Ihnen ja gesagt, die Darstellung ist quasi über einen Webzugang, ich nehme an, dass es cloudbasiert ist, und dann können Sie hingehen und Sie haben alle Bilder oben in einer Serie angezeigt, also alle Untersuchungen, die bei den Patienten gemacht worden sind, und Sie können entweder die Bilder durchklicken, dann erscheint immer das Hauptbild nacheinander in der zeitlichen Sukzession, oder aber Sie können auch eine Anzahl an Bildern direkt nebeneinander, also Doppelbilder geht auf alle Fälle, und ich glaube auch, man kann 4 Bilder in Serie dann in einer kleineren Größe, aber direkt nebeneinander stellen. Was ich immer mal wieder mache, gerade bei Diabetikern, dass ich die letzten beiden Aufnahmen miteinander vergleiche, aber die Technik erlaubt, glaube ich, auch längere Darstellungen. Ich finde, wenn die Bilder zu klein werden auf dem Monitor, dann verliert man einfach Präzision in der Beurteilung. Dann gehe ich lieber hin und klicke einfach die Bilder der Reihe nach durch, weil sie dann immer in der gleichen Größe sich die gleichen Areale angucken können. Aber mit Vergrößerungsfunktionen und all den Spielereien, die Sie dort haben, sind Ihnen da keine Grenzen gesetzt, was den Bildvergleich betrifft. Ja, an dieser Stelle erst einmal ganz herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen, liebe Teilnehmer, auch sagen, dass wir den Chat auch nach Beendigung unseres Seminars noch etwa für 10 Minuten geöffnet halten, auch wenn wir uns nachher schon verabschiedet haben werden. Das bedeutet für Sie, Sie können alle Fragen, die Ihnen im Nachhinein noch einfallen, an uns stellen und wir werden diese Fragen dann entweder an Herrn Dr. Galambos weiterleiten und er wird entscheiden, wie wir die dann beantworten. Wir übernehmen das auch gerne. Oder auch, wie gesagt, eben auch technische Fragen an die Firma Optos. Hier ist noch eine Frage reingekommen, die würde ich gerne noch weitergehen. Verfügt jedes Optomat-Gerät über die Autofluoreszenzeinstellung und Rot-Grün-Darstellung oder sind das Zusatzmodule? Das ist ja schon eher wieder eine technische Frage, aber die Frage kommt von Herrn Raphael Korlotz. Also ich kann Ihnen jetzt nur zu dem Daytona-Gerät, was das Gerät ist, was wir jetzt haben, da ist es überall dabei und ich bin mir ziemlich sicher, aber bitte das auch nochmal mit der Firma klären, dass Autofluoreszenz und diese Rot-Grün-Abgleiche, das ist eine Grundausstattung. Es gibt, glaube ich, jetzt gerade vor kurzem sind auch nochmal eine neuere Geräte, Generation auf den Markt gekommen und somit gehe ich fest davon aus, dass Auto, Flur und Farbe und ich sehe gerade, dass sich Herr Knörzer hier eingeschaltet hat in den Chat als Deutschlandchef der Firma Optos und er sagt, ja, alle haben Farbe und Auto, Flur. Da kann ich das Reden aufhören, ja, alle haben Farbe und Auto, Flur. Die FAG-Darstellung, das ist ein eigenes Gerät, habe ich Ihnen gesagt, das muss man entsprechend dann aufrüsten. Und ich kann Ihnen nicht ganz genau sagen, die neueste Gerätegeneration ist gerade jetzt erst rausgekommen. Normalerweise wäre man wahrscheinlich auf der DOG und DOC dann da mit vertraut gemacht worden. Ich bin mir fast sicher, dass die Firma sich was einfallen lässt, um das dann auch interessierten Kunden auf irgendeiner Online-Basis die neuesten Features zu zeigen. Das ist richtig. Davon gehe ich auch ganz fest auf. Sie können die Geräte auch hier bei iFox in dem Produktvergleichen sich anschauen. Auch dort kriegen Sie viele Details dazu. Ja, Herr Dr. Galambos, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für den wirklich interessanten Vortrag, kurzweiligen Vortrag, auch mit vielen wirklich spannenden und interessanten Bildern. Ich denke, das hat viele Zuschauer hier sehr beeindruckt. Das würde mich freuen. Meine Kollegen und ich verabschieden uns in Kürze von Ihnen. Wir möchten Sie aber noch einmal darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung hier heute aufgezeichnet wurde und Sie in Kürze auch in der iFox Web Akademie nochmal in voller Länge zu sehen ist. Also all die tollen Bilder, die Sie heute gesehen haben, können Sie sich dann auch nochmal anschauen mit dem Originalkommentar und mit der Originalmoderation von Herrn Dr. Galambos. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch noch einmal bei meinen Kollegen, die das heute hier möglich gemacht haben und bei der Firma Optos für die freundliche Unterstützung. Wir würden
uns sehr freuen, Sie hier wieder in der iFox Web Akademie begrüßen zu können. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden uns jetzt von Ihnen verabschieden. Ich übergebe noch einmal kurz an Herrn Dr. Galambos. Er möchte sicherlich auch noch mal von Ihnen verabschieden. Dann werden wir uns ausklinken. Und wie gesagt, Sie haben noch die Möglichkeit, die nächsten 10 Minuten etwa bis Viertelstunde noch Fragen im Chat zu stellen, die wir dann auch gerne weiterleiten werden. Ja, Frau Diesing, mir bleibt auch nur Danke zu sagen, hauptsächlich auch an Sie. Jetzt dürfen wir es ja, glaube ich, erwähnen, nachdem wir heute die Feuertaufe bestanden haben. Frau Diesing und ich, oder hauptsächlich Frau Diesing, war hier vor 2 Wochen im Fegefeuer, weil wir riesige technische Probleme hatten. Ich hoffe, dass der ein oder andere trotzdem heute wieder dazugeschaltet war und freue mich, dass wir es heute technisch sauber über die Bühne gebracht haben und dann die Inhalte hoffentlich für sich selber gesprochen haben. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich finde es ein spannendes Format. Corona hat uns ja gelehrt, man muss nicht mehr jedes Wochenende durch Deutschland tingeln, sondern man kann auch auf die Art und Weise Dinge nahebringen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen was mit auf den Weg geben und der Rest ist sicherlich, probieren Sie es aus. Das ist eine Sache, die man ja immer, wenn man Interesse hat, einfach im Rahmen einer Probestellung, so bin ich ja auch, ich wiederhole es, wie die Jungfrau zum Kind zu diesen Geräten gekommen und dann entscheidet jeder für sich selber und Sie sehen ja auch die Patientenreaktionen auf das Ganze. Frau Diesing, vielen Dank. Auch an Ihre nette Mannschaft, die uns hier heute super safe mit 13 Sicherheitsnetzen unterstützt hat. Schön, dass es geklappt hat und ich freue mich auf die nächste Gelegenheit. Tschüss ja, aus Hamburg. Auch von mir nochmal tschüss in die Republik und ein herzliches Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.